Maggie? Ja. Steht irgendwas zwischen uns? Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich glauben soll oder was nicht, weißt du? Und erst habe ich das Gefühl, ihr wollt nach Hause wegen dem Kleinen und so. Und dann denke ich wieder, Kampfgeist ist doch da. Also, weißt du, ich weiß gar nicht, wollt ihr gehen, wollt ihr nicht gehen? Habe ich gesagt, ich will nach Hause? Ich sag dir ganz ehrlich, ich will heim. Ja, schon. Das habe ich aber nicht gesagt. Nee, also das sind wir viel zu ehrgeizig und straight, dass wir niemals freiwillig gehen wollen. Dann wären wir schon längst gegangen. Was kann ich denn noch glauben, weißt du? Wie ehrlich seid ihr denn uns gegenüber? Oder dieses ganze Gerede über Nominierung. Klaus zum Beispiel haut ja immer mal für und so. Wir nehmen heute den, wir nehmen den. Und dann hat er immer zu Steff so gesagt, oh, Steff, bist sauer, morgen nehme ich dich. Da hat Steff schon gesagt, ja, das ist Spaß, aber trotzdem nimmt man das alles mit, weißt du? Man nimmt das irgendwie mit ins Bett und denkt drüber nach dann automatisch, weißt du? Ihr wisst ja, wie wir ticken. Ihr wisst vielleicht für euch, das sind Witze. Aber ist das ehrlich, was ihr zu mir sagt? Oder ist es so, wenn ich weggehe, dann würdet ihr mir ein Messer in den Rücken rammen? Also ich weiß dann einfach nicht mehr, was ehrlich ist. Ja? Yeah. Was mich sehr verletzt hat, dass man die Ehrlichkeit von uns in Frage stellt. Also definitiv kann ich dir auf alles auf der Welt versprechen, dass ich dir oder euch niemals ein Messer in den Rücken stoßen werde. Never, ever, never, 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 ever. Glaube ich dir. Von sowas bin ich einfach genervt.